Genau. Die sollten hier jetzt alles einigermaßen eben machen und dann werden wir hier in dem Bereich noch die Ramps entfernen. Genau, so. Der Bereich ist schon mal begradigt. Mit Designation Remove Ramps Z. Sagen wir jetzt, alle Ramps von hier bis hier sollen weg. Und über Stockpile sollten wir noch den Stockpile etwas verkleinern. So. Und dafür mit R, mit Refuse, hier etwas vergrößern in die Richtung. So, dann gibt es schon mal nicht zu viele Idlers. Während ich mal gucke, was unsere Farben so machen. Denen geht's gut soweit. So, hier brauchen wir neue Stockpiles mit P. Custom Stockpiles. Nämlich hier einmal einen und hier einmal einen Stockpile. Dieser Stockpile hier nimmt Essen auf, nimmt keine Seeds, die sind verboten. Er nimmt Meat auf, er nimmt Fisch auf, er nimmt Unprepared Fish, Egg, Plants nimmt er nicht auf, kein Trinken. Und auch kein Prepared Food, das ist hier. Also er nimmt Fett auf, er nimmt Pasten auf, er nimmt gepresstes Zeug auf, Kuchen, Extrakte, das nimmt, kann er alles aufnehmen. Dwarven Wheat Flour, Dwarven Sugar und so weiter. Das nimmt der hier auf und der hier nimmt Food auf. Auf Food auf, enabled, kein Prepared Food, Block All, der nimmt nur Plants auf, Permit Plants, so. Und der ganz untere hier, Settings, nimmt Block All, nur Prepared Food auf erst einmal. Gut. Und du da tust wieder brauen, Repeat. Und du da tust erstmal wieder Essen machen, Repeat. So. Weil Fisch haben wir genug. Was sagt die Kitchen? Wir haben Plump Habit Spots, die werden nicht verkocht. Sweet Pots werden nicht verkocht. Walknuts auch nicht, Dwarven Wein auch nicht. Okay. Und wir haben keine Plants zum Verbrauchen. Schade. Gehen wir mal kurz eins runter. Sind die Masons schon fertig? Ja, ein Mason ist wenigstens schon mal fertig. Deswegen gehen wir jetzt bei die Joblist. Management. New Order. Und sagen ihm, wir brauchen Rock. Doors. 30 Stück. Erstmal. New Order, Walk, nicht Talk, Walk Table, 20 und Walk, ups, jetzt haben wir removed, jetzt müssen wir nochmal Walk Door, 30 Stück, neu, Walk Throne, 20, so. Das dürfte jetzt erst einmal ausreichen an Möbeln. Und ja, deswegen bauen wir hier unten noch einen Furniture Stockpile hin. Fürs erste. Ja, so, zwei zurück. So, Furniture Stockpile. Gehen hier hoch und sagen dem hier, er soll schon mal keine Furniture mehr annehmen. Disable, so. Schon
Später werden wir hier unten ein zweites Lager aushöhlen und dort dann unseren Furniture lagern. Also auf der einen Seite werden wir wahrscheinlich Furniture lagern, auf der anderen Seite Holz, weil wie man sehen kann, in unserem Steinstockpile ist jetzt alles voll bis oben hin. Und ja, Fässer werden zählen auch zu Furniture und leere Bins. Gut zu wissen. Was ist da drin in dem Bag? Pigtail Fiber Bag, hä? Settings? Additional Options. Stone, Stone Clay, Metal, Other Materials. Plant Cloth zählt als Furniture. Okay. Green Glass, Glas, Glas, Glas. Das müssen wir nachher auch alles aufteilen, wenn es dann soweit ist. Aber erstmal will ich hier oben nur Finished Goods und andere Sachen, die hier oben hinpassen. Also was haben wir hier? Also Gems sind ja hier hauptsächlich jetzt gelagert und ein paar Finished Goods. Gut. Nächster Schritt. Wir gehen eins nach oben. Und sagen... Weg mit dem Bett, weg mit dem Bett, weg mit dem Bett, weg mit dem Bett, weg mit dem Bett. Weg. Weg. Jetzt dürften alle entfernt werden, ja. Die verlagern wir nämlich da unten hin. 10 haben wir schon, also gehen wir in den Jobmanager und sagen neu. Wir wollen ein Bett haben, und zwar 4 Stück noch, so. Dass wir die 4 Räume mal mit Betten füllen. Nachher kommt dann später hier oben noch eine Kaserne hin, oder hier drüben eine, das überlege ich mir noch. Aber fürs Erste gibt es erstmal diese Kaserne, und hier dürfen jetzt erstmal alle Zwerge drin schlafen. Und ich hätte vielleicht hier noch eins freilassen sollen, aber egal. Sieht trotzdem nicht schlecht aus. Etwas größer, als ich es geplant hatte, weil ich ein Feld zu groß geworden bin. Aber ist ja okay. So, was steht als nächstes auf dem Plan? Ja, wir haben Steine. Wir haben hier oben die Distillen und die Küchen aufgebaut. Also können die Distille hier weg, die Küche weg, erst einmal. Okay, da unsere Miner nichts zu tun haben und ich ja schon angedroht habe, dass wir noch einen zweiten Lagerraum hier brauchen, gibt es hier auch gleich schon den zweiten Lagerraum. Nämlich hier 5 Felder. Hier 5 Felder. Hier 3 Felder dazwischen. Okay, das war ein Feld zu viel, aber ist egal. Der muss nämlich auch ausgehoben werden. So. Und das stimmt diesmal auch. Ein Sprung, ja. Noch ein Sprung, ja. So, gucken wir mal kurz zu unserem Eingang. Da liegt immer noch der ganze Refuse rum. Was ja alles nicht so schlimm ist. Aber was wir jetzt auf jeden Fall mal brauchen, ist eine Brücke. Als erste Verteidigung. Groß C? Nein. Traps, Levers. Stonefall, Cage Trap, Lever, den brauchen wir später auch. Aber jetzt erst einmal eine Brücke. Bed, Seed, Burial, Acceptable, bla bla bla. Floor Hedge, Floodgate, Wallgate, Floor Grate, Vertical Bars. Gibt es die Brücke extra? Ein Hive, Traction Bench, Cage. Cage, Restraint Animals, Support.
Nee, das ist die Unterstützung für. Das sind Säulen. Machine Components. Bridge, ich bin blind. Da oben ist die Brücke, ja. So, wie groß können wir eine Brücke machen? Also erstmal muss sie 3 breit sein. 3 breit. Und dann. So groß geht die Brücke und so groß brauchen wir die Brücke auch. Also Brücke aus 8 Gabbro. So. So, jetzt lassen wir die Brücke da erst einmal aufbauen. Wie kommt es, dass wir so viele Idlers haben? Hier müsste nämlich noch bald noch das ganze Refuse abgesetzt werden. Oh, und wir sollten hier sagen, dass wir Barrels, und zwar die maximale Anzahl an Barrels erlauben. Also es liegt das Plumphabit, es liegt alles da nur rum. Was haben wir denn da? Hidewood und Bladeweed? Okay, Küche. Können wir aber alles nicht verwenden. Plumphabit Spot, Book Lamprey. Pond Turtle, Prepared Horse Lung. Wir haben auf jeden Fall viel Pond Turtle, was wir verschaffen können. So, jetzt wird alles in Fässer gelagert. Was wird hier unten noch gelagert? Wird hier Trinken gelagert? Ja, genau, Trinken habe ich hier gar nicht eingestellt, oder? Ja, Trinken ist Permit, ist Permit. Und hier oben bei den Settings habe ich das Trinken hier rausgenommen und hier rausgenommen, ja. Sehr schön. Sehr gut. Holz wird langsam knapp. Und zurzeit sind die Bäume hier kahl, oder? Ja. Designation, Chop Down Tree, System. Chop mal hier alles so weg. So, Brücke wird gebaut. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch Platz für den Hebel für die Brücke. Deswegen meine ich hier noch mal ein Stück weg, damit ich hier 3 Hebel platzieren kann, die wir dann später brauchen und sie auch gleich mal hinbauen. Oh. Für Hebel brauchen wir Maschinenteile, fällt mir gerade so ein. Oh, das wird gerade gespeichert. Moment. Ja, schön, dass du speicherst. Und zwar brauchen wir, muss ich mal kurz gucken. Die werden, glaube ich, im Craftsdorf Workshop sogar gemacht. Rock. Shellbone Engraved Memorial Snap. Nein, nein, nein. Waxcrafts. Nein. Werden die beim Mason gemacht? Construct Rock Table. Kann ich jetzt gerade nicht nachgucken. Was sagt denn meine Jobliste eigentlich? Jobs? Management? Ah, die Rock Tables. Wurde einer abgearbeitet. Was macht mein einer Stone denn? Wo ist er? Ach, er baut ein Gebäude auf. Ja, er baut die Brücke, um genau zu sein. Wie weit ist sie denn? Können wir ja mal gerade gucken. WT? Nö, können wir nicht, weil sie gebaut wird. Okay. Aber die Farben sehen schon mal gut aus. Die Craftsdwarfs Workshops sind fertig. Dann können wir den hier ja abreißen. So.